Hallo und herzlich willkommen bei Search One, das Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Video zeige ich dir das Flatsome-Theme vom Hersteller UX-Themes. Das Hauptversprechen vom Flatsome-Theme ist, es ist besonders performant und es ist hauptsächlich auf den E-Commerce über WooCommerce ausgelegt. Das heißt, wir bauen einen Online-Shop oder wenigstens ein bisschen Layout von einem Online-Shop. Also, let's go! Schauen wir uns erstmal die Landingpage an, wie immer. Und zwar sehen wir hier ein paar schöne Beispiele für Layouts. Das sind die verschiedenen Demos, die wir uns auch angucken können. Vielleicht machen wir einfach mal nebenbei ein oder zwei davon auf. Ein Parallax-Shop. Okay, und wir gehen weiter runter. Es gibt auch noch diverse Business-Layouts, sehe ich hier gerade. Also es ist nicht tatsächlich nur alles auf E-Commerce ausgerichtet, aber das ist schon der Kernzweck dieses Layouts, dieses Themes. Flatsome Studio ist eine große Online-Bibliothek von prädefinierten, also von vorgefertigten Layouts. Und was haben wir noch? Es gibt auch einige Case Studies oder Showcases viel mehr. Schauen wir uns mal die Main Features an von Flatsome. Es hat einen eigenen UX-Builder. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der aussieht. Header Designer, jede Menge Shop-Features und es ist extrem schnell und zwar PageSpeed-Score von 98%. Das lässt uns hoffen. Das ist natürlich ein Feature, was man nicht so oft bei den Themes sieht. Vor allem auch deswegen, weil die ja in der Regel damit werben, dass sie so unglaublich viele Features haben. Und wie jedes Feature, was du auf einer Seite implementierst, geht die Performance, die Geschwindigkeit, die Ladegeschwindigkeit der Seite in der Regel immer weiter runter. Hier sind die Elemente. Das sind jetzt nicht die meisten, die ich je gesehen habe, aber so wie es aussieht, sind hier die wichtigsten Sachen mit drin. Also auf in die Beispiele. Wir wollen uns wenigstens mal ein oder zwei davon anschauen, wie die aussehen, ob die auch ordentlich gemacht sind. Ja, hier Sternebewertungen und Preise, durchgestrichene Preise, das, was man so in einem Online-Shop eben erwarten würde. Mit Blogbeiträgen und ja, einer ausführlichen Fußzeile mit Tags. Das ist jetzt mal ein anderes Layout. Auch hier geht es darum, Sachen zu kaufen. Das ist auch zu erwarten. Flatsome ist ein E-Commerce-Theme. Okay, das gefällt ganz gut. Die obligatorische Newsletter-Anmeldebox. Wunderbar. Das verleitet doch glatt zum Shoppen. Ich habe hier wie immer meine frische WordPress-Installation, in der nur das Flatsome-Theme installiert ist. Und ich kriege auch den Hinweis, dass ich jetzt hier mit den zusätzlichen Plugins anfangen soll. Und das machen wir auch direkt mal. Okay, alle aktivieren und installieren, übernehmen. Circa 20 Sekunden warten und dann zu den Plugins zurück. Und hier müssen wir natürlich auch nochmal auf Activate gehen, übernehmen. Nach 3 Sekunden habe fertig. Okay, dann klicken wir erstmal auf das Flatsome-Icon. Dann werde ich im nächsten Schritt auf die Installation oder das Einrichten von WooCommerce umgeleitet. Und hier habe ich schon mal die notwendigen Daten eingetragen. Ich denke, zum Testen reicht das aus. Also, let's go. So, hier müsste ich dann meine Stripe-Adresse, mein Stripe-Konto verknüpfen und so weiter. Die verschiedenen Zahlmethoden. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das gehen wird. Wir lassen Stripe mal außen vor. So, dann Continue. Die Shipping-Methode, Free Shipping, Flatrate. Ich lasse das jetzt alles mal so. Ah, das müssen wir schon. Flatrate, also es kostet, sagen wir mal, 4,99 und außerhalb kostet 9,99. Okay, Kilogramm und Zentimeter. Automatisierte Steuern. Admin, Mailchimp brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und Facebook wollen wir auch erstmal nicht verknüpfen. Und dann mal weiter. Jetpack, wenn wir das überspringen könnten. Ja, können wir mit Skip this Step. Jetpack ist so eine Art, naja, Zusatzplugin von WordPress oder von den Machern von WordPress selbst. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. You're ready to start selling. Ja, also das brauchen wir bitte nicht. Wir kriegen schon genügend E-Mail. Kai mit Sicherheit auch. Und jetzt können wir damit anfangen, eigene Produkte zu erstellen.
Ich möchte aber nur zurück ins Dashboard. Hier bin ich dann direkt mal in den Bereich Help and Guides gegangen. Es gibt jede Menge How-To-Videos, Online-Dokumentation und so weiter, die auch sehr empfehlenswert ist. Also bitte auf jeden Fall unbedingt mal draufklicken. Schauen wir uns als nächstes die Theme Options an. Und hier sehen wir dann auch, wie Flatsam aktuell aussieht, nämlich nur wie ein ganz normales Blog, würde ich sagen. Die Theme-Optionen sind über den Standardbereich bei WordPress, über den Theme-Customizer geregelt. Es gibt hier noch ein paar zusätzliche Icons, aber ansonsten sieht das alles relativ gleich mit dem aus, was man auch schon von WordPress selbst kennt. Es gibt allerdings deutlich mehr Features. Also was machen wir denn immer gerne im Bereich Stil, an der Typografie ein bisschen rumspielen? Ja, Lato, und ich denke mal, schalten wir das mal auf Lativ und gucken, ob dann die Überschrift tatsächlich, die Überschrift geht dann anders. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir doch direkt mal Roboto daraus. So, wunderbar, jetzt haben wir auch einen ordentlichen Font. Die Base-Font-Size können wir mal ein bisschen was anheben. Ja, und das sind halt die typischen Optionen, die man ohnehin kennt von dem WordPress-Customizer. Das sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, die haben hier schon im Hintergrund ein bisschen was daran gewerkelt, was ich gut finde. Unter den Theme-Options finden wir den Menüpunkt Advanced. Hier sind noch weitere Einstellungsmöglichkeiten vorhanden. Zum Beispiel auch zur Performance. Hier können Seiten gepreloadet, also vorgeladen werden. Und das Lazy Loading von Bildern kann hier aktiviert werden. Diverse Skripte deaktiviert werden und so weiter. Hier sind noch ein paar mehr Optionen, die wir uns anschauen können. Maintenance Mode, WooCommerce Einstellungen. Das würde jetzt sehr ins Detail gehen, wenn wir uns damit beschäftigen würden. Aber sagen wir nur mal so, hier können die Seiten, die letztendlich im Checkout-Prozess eine Rolle spielen, mit zusätzlichen Funktionen versehen werden. Katalogmodus. Also wir sehen hier Optionen, die in vielen anderen Themes dann fehlen oder sagen wir mal so, nicht im Vordergrund stehen, weil ganz oft lassen die sich durch die Integration mit WooCommerce dann doch alle einstellen. Portfolio, Mobile, Integration und so weiter. Und als nächstes möchte ich ganz gerne mal den Setup Wizard starten. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das machen wir live zusammen und schauen uns das einfach mal an. Denn hier kann man oder soll man ein Child Theme von Flatsam erstellen. Im ersten Schritt war mein Code, den ich bestätigen konnte. Und hier muss ich einfach nur den Namen auswählen. Also Create a New Child. Und jetzt habe ich ein Child Theme installiert und aktiviert. Jetzt noch die Plugins. Die sind, soweit ich weiß, ja auch schon wirklich alle installiert. Und fertig. Ich kann ein neues Logo uploaden. Warum nicht? Machen wir das einfach mal. Ich habe das Logo auch direkt hier. Dann lassen wir es einfach mal fallen. Wunderbar. Select Logo. Search One. Nächster Schritt. Agree and Continue. Und jetzt schauen wir uns mal die eigene Seite an. Wow, wir haben einen Online-Shop und es gibt einen gigantischen Sale. Wunderbar. Ja, hier ist noch ein bisschen Anpassungsarbeit notwendig, aber immerhin haben wir jetzt schon mal einen Shop, den wir mal mit dem Editor bearbeiten können. Und machen wir das doch mal als nächstes. Seite bearbeiten. Edit with UX Builder. Hier ist er nun, der What You See is What You Get Editor. Also schauen wir uns zuerst einmal vielleicht die Responsive-Option an, hier Mobile, Tablet und Desktop. Der Editor ist so aufgebaut, dass er die Gliederung hier auf der linken Seite immer anzeigt. Also hier kann man dann zum Beispiel in die verschiedenen Sektionen wechseln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Text des Titels ändern möchte, dann kann ich das auch nur hier oben machen. Also leider nicht hier drin. Okay, das könnte ich mir noch besser vorstellen, aber immerhin. So wird es dann auch direkt live aktualisiert. Das ist ja schon mal was. Was ist, wenn ich darunter auch noch was haben möchte? Kann ich hier draufklicken und dann entsprechend entweder eine neue Zeile einfügen oder eine komplette Sektion, ein Grid oder vielleicht noch einen weiteren Titel. Classic Shop von mir aus. Hab mich gerade gefragt, woher das Classic Shop kommt. Das kommt tatsächlich aus einem dynamischen Feld, nämlich hier der Seitentitel. Ich gucke mal, ob man den überschreiben kann. In der Tat, der kann hier auch überschrieben werden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es mit diesen Slidern hier auf sich hat. Also beispielsweise, das sind die Produktkategorien. Und wenn ich dann hier draufklicke, ja, hier vielmehr, genau, Optionen, dann geht hier auf der Seite das auf und ich kann hier dann einstellen, was in diesem Container angezeigt wird.
Und wir scrollen einfach mal runter. Wenn wir hier runterscrollen, dann sehen wir auch, das sind die Kategorien. Und hier kann ich auch zum Beispiel andere Kategorien auswählen. Machen wir das doch einfach mal. Beispielsweise nur die Bags. Ah, hier kann ich dann auch noch weitere Kategorien reinmachen. Für Männer und Anziehsachen und vielleicht nochmal Sweaters. Und jetzt nehmen wir noch einen zusätzlich hinzu, um zu schauen, was passiert, wenn wir scrollen müssen. Jetzt kommt nämlich, ja, wunderbar. Okay, so ist das Ganze aufgebaut. Wenn ich die nicht definiere, nehme die einfach mal wieder alle weg. Dann werden eben alle Kategorien angezeigt. Ja, das macht alles wirklich guten Sinn. Wenn ich jetzt noch etwas hinzufügen möchte, machen wir einfach mal Add Elements und dann vielleicht eine eigene Sektion. Und in der Sektion haben wir dann einfach Simple Light nehmen wir mal. Und hier können wir jetzt dann entsprechend Text definieren oder wahrscheinlich auch alles Mögliche reinmachen. Gut, wir haben jetzt Simple ausgewählt und deswegen ist jetzt hier eine Row mit 3 Spalten, 4, 12. Ich würde sagen, zu dem What You See is What You Get Editor, der ist ein bisschen altbacken. Das heißt, die moderneren Versionen in anderen Themes, die haben nicht mehr die Terminologie, dass alles durch 12 teilbar sein muss. Also hier 4 Zwölftel, 4 Zwölftel, 4 Zwölftel, um quasi ein dreispaltiges Layout zu erreichen. Das ist etwas, da kann man sich durchaus dran gewöhnen, aber ich würde mal sagen, Next Level ist erst, wenn diese Terminologie komplett verschwindet. Es fühlt sich an, als sei man schon etwas näher am HTML und CSS, etwas näher an der Programmierung dran bei diesem Theme. Ob das notwendig ist, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, andere Themes zeigen, dass es auch anders geht. Dann wieder zurück auf der Startseite. Hier einmal ein paar Kommentare zu der Leiste hier oben. Hier gibt es auch noch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten von FlatSum. Und es ist ein bisschen schwerfällig, würde ich sagen. Nämlich zum einen gibt es ja den WordPress Customizer, der auch von FlatSum genutzt wird. Und wenn ich dann über die Theme Options zum Beispiel auf Header und dann sagen wir mal auf Logo und Site Identity gehe, dann wird der Theme Customizer von WordPress geladen. Und das hat jetzt hier bei mir geschlagene 20 Sekunden gedauert, nur damit ich dann zum Beispiel das Logo austauschen kann. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, diverse andere Einstellungen über den Advanced-Punkt zu machen. Das wiederum geht aber nicht über den Customizer. Und jetzt haben wir auf der einen Seite Dutzende von Einstellungsmöglichkeiten, die über den Customizer geregelt werden und Dutzende von Einstellungsmöglichkeiten, die über das Theme-eigene Optionsmenü geregelt werden. Und da ist jetzt immer die Frage, okay, welche Einstellung finde ich jetzt wo? Wo ist denn das Differenzierungskriterium sozusagen? Also es ist ein bisschen Hodgepodge. FlatSum ist ja auf Produkte und auf die Integration mit WooCommerce spezialisiert. Und ja, da liegt natürlich nahe, dass wir einfach mal ein Produkt erstellen. Und hier sehen wir dann auch, dass der Produktname eingegeben werden kann. Aber dann haben wir auch die Option, direkt in den UX-Builder zu schalten. Das machen wir einfach mal. Und hier wird mir dann ein automatischer Entwurf gespeichert und wir können hier mal durchscrollen. Und das Schöne ist hier dran, dass das letztendlich der UX-Editor auch daran verwendet werden kann. Also ich kann die Produktseite jetzt beliebig komplex gestalten und alle möglichen Content-Elemente auch hier entsprechend einbinden. Das ist natürlich schon mal wirklich vorteilhaft. Außerdem, was ich vielleicht noch nicht gezeigt habe, ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Element hinzufügen möchte, dann kann ich ja aus den vorgegebenen Content-Elementen auswählen. Aber ich kann auch auf FlatSum Studio klicken und bekomme dann hier eine Liste von Elementen, die ich vom Hersteller quasi zur Verfügung gestellt bekomme. Also zum Beispiel sowas hier, ja. Also Call to Action, Divided Bullets, Import mache ich einfach mal, Import Images von mir aus, ja. Das sind dann einfach Elemente, die ich in meinen Produkttext oder auf den Seiten allgemein einbinden kann, um zu sagen, letztendlich, bei uns kannst du sorgenfrei shoppen. Es gibt die und die Garantien zum Beispiel. Also Geld-Zurück-Garantie oder Umtauschmöglichkeiten innerhalb von vorgegebenen gesetzlichen Fristen oder was auch immer man dann in solche Boxen oder in solche Content-Elemente reinpacken würde. Ich hoffe, du hast ein gutes Gefühl dafür bekommen, was du kriegst, wenn du das FlatSum-Theme dir holst. Ich denke, es ist vor allem dann empfehlenswert, wenn du damit beschäftigt bist, einen Online-Shop aufzubauen und dir die Integration mit dem E-Commerce wichtiger ist als jetzt zum Beispiel die flüssige Bedienung mit dem State-of-the-Art
Frontend-Editor. Also wenn das nicht das entscheidende Kriterium ist, dann ist Flatsome, glaube ich, eine sehr gute Wahl. Ich hoffe, diese Demo hat dir ein gutes Gefühl dafür gegeben, wie das Theme funktioniert und wie es sich im Alltag anfühlt, damit zu arbeiten. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du das Theme am besten erwirbst. Passend zu diesem Video gibt es einen Beitrag im Search One Magazin. Den Link zum Beitrag findest du unten in der Beschreibung. Den Beitrag zu lesen lohnt sich übrigens, weil wir da auf Punkte eingehen, die hier im Video zu kurz gekommen sind und umgekehrt. Ganz unten im Beitrag findest du dann den Link zum Theme. Manchmal gibt es Rabattaktionen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Die können sich von Zeit zu Zeit ändern. Guck also auf jeden Fall unten im Beitrag, was für einen Deal es aktuell gibt. Das war's von mir. Vielen Dank. Dein Sascha. Over and out.